Sportlich geht es heute zu in HWK TV. Hier rollt der Ball zwar noch in der Halle, doch am 9. Juni startet der Meisterschuss mit seiner Vorrunde. Dann im Freien und bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen. Wir bieten heute eine Vorschau auf das kommende Turnier und einen Rückblick auf den letzten Fußballpokal des Handwerks in Rheinland-Pfalz. Der Ball rollt wieder, der Meisterschuss ist zurück. Beim letzten Mal 2007 waren über 120 Mannschaften mit dabei. Und auch 2009 heißt es wieder, tretet an, wenn ihr Handwerker seid. Ab dem 7. Juni wird der Meistertitel in spannenden Partien und packenden Zweikämpfen ausgespielt. Es geht um die Ehre und attraktive Preise. Da geht man auch schon mal dahin, wo es weh tut. Und spätestens im Endspiel am 28. Juni wird sich zeigen, ob der amtierende Pokalmeister, das Autohaus Wagner aus Nauort, seinen Titel verteidigen konnte. Um jeden Preis verhindern will dies das Autohaus Gemma aus Singhofen, die in diesem Jahr wieder mit von der Partie sind. Dass man ein eingespieltes Team ist, zeigt sich nicht nur, wenn die Bälle vom Lehrling bis zum Meister weitergespielt werden. Beim Vizemeister aus 2007 sitzt jeder Schuss. Das Team um das Autohaus Gemma ist gut aufgestellt und fest entschlossen, den Titel in diesem Jahr nach Hause zu holen. Ein Projekt, hinter dem alle Mitarbeiter stehen. Profitiert haben alle Mitspieler vom Meisterschuss. Geht es dabei doch nicht nur ums Gewinnen, sondern auch um Teamgeist und Ehre. Und auch langfristig ergaben sich durch die Teilnahme Vorteile, konnte sich das Team doch mit den gewonnenen Bildungsgutscheinen der Handwerkskammer Koblenz fit für die Zukunft machen. Ja, wir waren eine bunt gemischte Truppe aus Handwerkern. Es waren Heizungsinstallateure, Kfz-Mechaniker sowie auch Meister dabei. Einige haben Gutscheine mittlerweile eingelöst, um sich weiterzubilden, und das hat auch alles prima funktioniert. 8 Gutscheine haben die Fußballer rund um Oliver Gemma gewonnen und auch genutzt. Weiß man doch, dass beruflicher Erfolg nicht immer von alleine kommt. Beim Fußball steht aber vor allem der Spaß im Vordergrund, auch wenn das Ziel klar vor Augen liegt. Das Erreichen des Finales war schon ein unerwarteter Erfolg, muss man sagen. Wir gehen das ganz locker an. Das Erreichen der Finalrunde wäre schon das Ziel. Alles Weitere wird sich zeigen. Hochmotiviert ist auch ein anderer Betrieb, den sogar Eis und Schnee nicht vom Einsatz abhalten können. Harte Gegner also für die Konkurrenz. Die Firma Rheinerdach in Dörth nimmt bereits zum 4. Mal am Meisterschuss teil und möchte nach dem Vizemeister im letzten Jahr in dieser Runde hoch hinaus. Dass sie sich aufeinander verlassen können, zeigt sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch in luftiger Höhe. Wir haben vor 2 Jahren haben wir gewonnen. Warum wir mitmachen, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist Fußball sowieso ein großes Thema, auch bei uns im Betrieb. Wir haben viele Leute, die selbst auch privat Fußball spielen. Und zum anderen ist der Meisterschuss einfach eine Gelegenheit, auch mal außerhalb des Arbeitsplatzes mit den Leuten zusammen zu sein, was anderes mal zu unternehmen. Der Fußballpokal des Handwerks in Rheinland-Pfalz wird ab dem 7. Juni ausgespielt. Bis zur Endrunde und dem Finalspiel am 28. Juni werden auf verschiedenen Sportplätzen in ganz Rheinland-Pfalz die Gruppensieger ermittelt, die dann an der Endrunde teilnehmen dürfen. Ausführliche Informationen zu Anmeldung und Teilnahmebedingungen gibt es auch kommenden Samstag in der neuen Ausgabe Handwerk im Frühjahr oder im Internet unter morgen-meister.de. Am 9. Juni findet die Vorrunde des Meisterschusses statt und am 28. Juni dann das große Finale. Und damit gebe ich den Ball zurück ins Studio.